willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen gehabt, beziehungsweise zwei. Jetzt ist das wieder weg, die dumme Warum denn? Wir geben es einfach nochmal ein. Hier seht ihr nämlich alle Gen 1 Shinies plus Familien komplett Kanto Special und alle Gen 2 Shinies plus Familien komplett Johto Special. Da habe ich zwei Folgen gemacht, wo ich wirklich komplett alle Shinies, die es aus Generation 1 und 2 gab, auf der Hand habe, gesammelt habe, entwickelt habe, mit Familien dazu, dass ich wirklich von jedem Exemplar immer noch eins habe. Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Viele, die sammeln eins, entwickeln das durch, haben das dann im Pokédex, die drei Einträge und sind fertig. Aber ich möchte wirklich immer jedes mit Familie auf der Hand haben, sprich bei Taubsi nicht einfach nur dann ein Shiny Tauboga, Tauboss am Ende haben, sondern Taubsi, Tauboss und Tauboga, falsche Reihenfolge, alle drei auf der Hand. Ist das ein... Jetzt ruft er immerzu an auf dem Handy vom... Egal, andere Geschichte. Auf jeden Fall wollen wir heute mal Generation 3 machen, alle Gen 3 Shinies plus Familien. Bevor wir das machen, möchte ich euch aber noch was zeigen in der Kampfliga. Heute war nämlich der Merrill-Tag, der Merrill-Kampftag, beziehungsweise wenn ihr das seht, ist das schon 10 Jahre zurück. Und hier haben wir noch einen Shiny Merrill aus der Go Battle League. Das nehmen wir natürlich gerne mit, das kann ja nicht fliehen. Wir nehmen trotzdem mal einen Hyperball und ihr habt gesehen, der Kreis war genauso grün wie das Merrill selber. Das nehmen wir mit, das schenke ich dann, glaube ich, Pupsi. Die hat nämlich bisher nur eins, aber die wollte unbedingt den gelben Hasen auch noch haben. Wenn ich ihr das rübertausche, kann sie natürlich das behalten und das andere entwickeln, beziehungsweise andersrum. Hat dann aber auf jeden Fall auch beide auf der Hand. Jetzt gehen wir mal hier rein, geben mal wieder... Tipp mal kurz das Pikachu noch an. Kann ja shiny sein. Ihr seht, das ist noch alles im Oster-Event. Geben auf jeden Fall jetzt mal schillernd ein, denn ich habe ja meinen Account wieder. Sortieren das mal alles nach Pokédex und scrollen jetzt mal durch. Wie gesagt, hier Generation 1 haben wir schon alles fertig. Das seht ihr auch hier die Partyhut-Starter dabei. Ihr seht auch die Halloween-Starter dabei, also die mit Kostüm, alles dabei. Könnt ihr ja alles sehen, wenn ihr die 1 und 2 Generation anguckt, wie wir alles durchentwickelt haben, die ganzen Pikachus dabei, die ganzen anderen Sachen. Mittlerweile ist natürlich einiges passiert. Neue Shinies wurden eingeflogen, sagen wir mal. Wir scrollen aber durch. Wir sind immer noch bei der 1, wir müssen zur 2. Insgesamt sind es 825 jetzt. Immer noch Generation 1, immer noch 1. Jetzt haben wir die 2. Die 2 scrollen wir durch. Da haben wir auch einiges. Damit ich auf dem aktuellen Stand bin und was halt nach dem Event passiert, die Event-Ausbeuten werde ich immer extra machen. Es geht jetzt vor dem Oster-Event, bevor der Account gesperrt war. Das gucken wir uns alles an. Das ist also immer noch die zweite Generation. So, jetzt sind wir angekommen, aber bei der dritten Generation angefangen hier mit Gekabor. Gekabor war auf jeden Fall auch ein Community Day Pokémon. Ihr seht, Gekabor natürlich, Reptane und Gewaltro, alles dabei. Das dürfte ja jeder haben, auch Flamly mit den Weiterentwicklungen und Hydropi mit den Weiterentwicklungen. Dann haben wir Pfiffchen. Da haben wir auch noch ein paar Pfiffchen mit der Weiterentwicklung. Magnayen, wir haben hier Zickzacks. Geradax haben wir nicht. Die zwei sind markiert mit Punkten, das heißt, die sind frei zum Tauschen. Die zwei nicht, das heißt, das Höhere von den beiden werden wir jetzt entwickeln. Shiny Zickzacks zu Shiny Geradax, dass da eben auch die Familie voll ist. Das ist ja auch immer mein Trick, ich beschrifte die ja immer, die frei sind zum Traden, wenn Doppelte da sind, damit ich weiß, wenn ich einen Punkt eingebe, werden mir alle Doppelten angezeigt, die ich abgeben könnte, wenn jemand was für mich hat, was meistens nicht der Fall ist. Jetzt also hier Shiny Geradax. Dann die Shiny Waumpel Familie, Shiny Waumpel mit Partyhut, Shiny Schalocco, Papinella, Panekon, Putox, Luturzel haben wir hier mit Shiny Familie, Schwalbini haben wir hier mit Shiny Familie, Wingull, Pelipper, Drassler auch wieder, C-Day Pokémon, Bummels, C-Day Pokémon, das ist neu, Ninkada haben wir hier zweimal, da werden wir auch das Höchste nehmen und entwickeln. Das ist ja jetzt erst gekommen bei dem Psycho-Event, was in der Vergangenheit war. Beziehungsweise beim Psycho-Event gab es Pupanz und das Ninkada gab es dann bei dem Mystery Weekend. Nehmen wir aber gleich mit. Das hätte eigentlich in eine neue Folge gemusst. Nach den ganzen Generationen, aber weil es jetzt eben hier schon mit dabei ist, nehmen wir das natürlich hier mit. Azurill haben wir da,
als Baby, aber wir haben ja Meryl und... Also Azuril, Meryl, Azumeryl, haben wir ja alle schon entwickelt, haben wir ja alle gezeigt. Hier haben wir noch Stolunio, die Familie, Meditalis, Fritzelbitz, Blitz, haben wir auch zwei Stück. Nehmen wir auch wieder das Höchste, entwickeln das durch. Fritzel, Blitz zu Voltenso. Ewig rumgeschleppt, nie entwickelt, jetzt aber Generation 3. Alles durchentwickeln, einfach was da ist. Dann fehlt natürlich noch ein Video zur vierten und zur fünften Generation. Shiny Voltenso, auch hier eingetragen im Pokédex, wunderbar. Dann haben wir Plusle, Minun, haben wir alles hier. Roselia, Kanivanya, Torhaido, die gehören ja auch zusammen. Habe ich schon entwickelt nach dem Wasser-Event, aber könnte wieder noch eins abgeben. Wailord haben wir hier, hier haben wir Spoink. Habe ich auch noch nicht entwickelt, ist auch schon ewig her von einem Psychospektakel letztes Jahr irgendwann. Spoink zu Groink nehmen wir auch mit, entwickeln wir. Dann seht ihr, kommen auch schon die Shiny Pandiers, die Pandiere, wo mittlerweile die fünfte Shiny Form, glaube ich, draußen ist. Also nicht Shiny Nummer, also nicht Pandier Nummer 5, aber 5 Shinies gibt es schon von Pandier. Der Adi frisst schon wieder meinen Adi. Nein! Hör auf damit! Der Adi frisst schon wieder, Groink, mein Fenster kaputt. Hier haben wir Pandir, 1, 2, 3, 4, 4 verschiedene Formen, die Nummer 3, die Nummer 8. Das andere müsste, glaube ich, 7 und 2 sein oder irgendwas, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Knacklion, Vibrava, Libeldra, Wablu hier dabei, ihr habt hier Pupsi. Also Sengo, Vipidis, Lunastein, Schmerb haben wir durchentwickelt, Pupanz haben wir 2. Können wir auch jetzt gleich das Größte entwickeln. Das wäre, wie gesagt, eigentlich auch zum Ende des Events gekommen, aber das Event ist jetzt schon ewig um und es gehört jetzt zu 3, also nehmen wir das auch mit. Pupanz entwickeln wir natürlich gleich durch. Dann dürfte es da gar nicht mehr so viel sein. Momentan immer noch auf der Suche nach Owei und Kokowei. Dann gibt es wieder Pikachus, es gibt wieder sonst was. Die Blumenbabys gibt es alle. Hier habt ihr aber erstmal Lepumentas. Das heißt, wenn ich die ganzen Gens jetzt schnell raushau, schaffe ich es vielleicht zum Osterevent am Ende eine Eventausbeute zu machen. Schaffe ich aber nicht. Ich will ja nicht nur die Shiny-Videos raushauen. Also warte mal erstmal ab. Hier habt ihr Liljeb, Vili, Anorit, Maldo, Barsch, Schwarmelotic, Formio ging nicht entwickeln. Schuppet, Zwirrlicht haben wir alles hier gehabt. Der Rest kommt weiter unten. Iso, kommt dann auch weiter unten, Schnäppke, Perlu, Alabis, Sanagabis, Libiskus, Kindwurm, auch wieder Seaday, Tarnel, Seaday, ihr habt ja Metagross, ihr habt Regirock immer, einmal als Lucky Shiny, einmal als normales Shiny, genauso wie bei Regi-Eis, als Lucky Shiny, als normales Shiny, auch Registeel als Lucky Shiny und als normales Shiny, das habe ich auch für die Superliga immer genommen, ab und zu. Obwohl mittlerweile dann nicht mehr. Mittlerweile hatte ich so viele Pokémon, die ich für die Superliga nehmen wollte, dass ich gar nicht mehr durchgeblickt habe. Auch hier beim Latias habt ihr ein Lucky Shiny und ein normales Shiny. Und seht doch mal, der Hintergrund ist unscheinbar. Das Shiny kommt zur Geltung, sieht gut aus. Und hier, es ist einfach so hell und so hässlich im Hintergrund, dass es komplett ablenkt von dem Pokémon. Was ihr hier auch so ähnlich habt. Hier ist aber nicht ganz so schlimm, da sticht das Grün trotzdem noch ein bisschen heraus, aber ich finde trotzdem mit dem normalen Hintergrund sieht das einfach besser aus. Das also auch Latios, auch als Shiny und als Lucky Shiny. Hier natürlich auch Kyogre als Lucky Shiny und als normales Shiny. Groudon haben wir dabei, hier als Lucky Shiny und als normales Shiny. Das ist natürlich so groß und mächtig, da stört das nicht, dass der Hintergrund Gold ist, weil der verdeckt ja den ganzen Hintergrund. Hier haben wir auch Rayquaza als Lucky Shiny und als normales Shiny. Und das dürfte die ganze Generation 3 gewesen sein, als kleines Special. Was ist euer Lieblings-Shiny aus Generation 3? Wie viele habt ihr, beziehungsweise was fehlt euch noch oder was wollt ihr noch unbedingt haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.